Moin, herzlich willkommen hier zur Dienstagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfachmap 2-1 ohne Gräben und ja, wir sind dabei gerade mal so ein bisschen hier noch die Holzindustrie zu versorgen, zu verpflegen, einfach um die Produktion im Gang zu halten. Ihr seht, da hinten ist alles voll mit normalen Paletten. Bretterpaletten hier ist voll. Ich habe wirklich immer noch das Gefühl, dass das Sägewerk einen viel höheren Verbrauch an Bretterpaletten hat als das andere Sägewerk unten bei der Holzverarbeitung. Ich glaube nicht, dass es schneller arbeitet. Ich glaube einfach nur, dass es mehr verbraucht, um Paletten zu produzieren. Frag mich nicht warum, aber habt ihr euch die Matchmap angeguckt vom Fate? Coole Idee, oder? Finde ich genial. Hat er wirklich klasse gemacht. Gibt es so noch nicht. Ist auf keiner Map bisher vorhanden. Echt klasse. Echt klasse. Interessante Sache, echt. Ich glaube, dass es da viele gibt, die da mitmachen werden. Und gut, da ist glaube ich noch von allem, außer vielleicht von Leerpaletten, wobei ich könnte da ja mal noch ein paar Bretterpaletten hinbringen und dann produzieren wir erstmal im großen Stil auch der, die nicht mehr ist, er voll oder ja, ist voll. Na dann, bauen wir doch mal zur Palettenproduktion. Bringen da erstmal die Sachen hier hin. Schalten wir mal um auf Paletten als Ladegut. Und holen uns hier mal die Bienenkörbe runter. Ist verschiebbar? Ne, ist nicht verschiebbar. Stellen die mal hier hin. Einer ist weg. Bin gespannt, wo der hingeflogen ist. Ja, egal. Egal. Jetzt holen wir uns ein paar. Ein paar Paletten. Zwölf Stück. 16 Stück. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir davon jetzt hier vorne loswerden können. Oh, hier ist kaum noch Holz. Also ich muss auch nach Holz gucken. Ach, da steht auch noch ein fertiger.
Okay, jetzt komme ich da nicht mehr rein. Meine Schuld. Scheiße gefahren. Den nicht mitnehmen, bitte. So. Hier oben wird es ein Zwischenlager geben. Für Holzscheite, für Leerpaletten, für Bretterpaletten, für Bienenkörbe und für Holzkohlepaletten. Eventuell auch noch für eventuell auch noch für Haferflocken. Und wenn ich für Haferflocken hier eine Produktion oder ein Lager hinstelle, nicht eine Produktion, dann werde ich da auch noch Papierpaletten und Kartonpaletten einlagern können. Ich dann nämlich auch gleich praktisch die Rohstoffe für hier oben einlagern möchte. Bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob ich das mache. Ob ich das hier hinpacke. Weil von hier ist es dann ja... Ne, wobei, ne, hier ist es... Ne, das ist okay. Von der Entfernung. Ich muss mal gucken, was ich mache. Auf jeden Fall wird es noch weitere Pakete geben. Weitere Zwischenlager, meine ich. Und platzierbar natürlich. So, dann gucken wir mal weiter. Der hier kann eigentlich mal Licht ausmachen. Seht ihr das? Jetzt kommt da eine kleine Rußwolke beim Einschalten und somit raus. Das war vorher nicht... Das musste ich noch einbauen. Wie weit sind denn die Felder? Ja, immer noch nicht komplett erntereif. Egal. Ja, mal so ein bisschen die Produktionen besuchen hier. Brauerei zum Beispiel. Weizen 47%. Ja, Weizen können wir ihn gleich mit tot schmeißen. Hopfen müssen wir dann noch ernten. Wir haben 50%. Gerste, ja, Gerste werden wir natürlich nicht so viel haben. Weizen werden wir ohne Ende haben. Ohne Ende. Also hier würde sich natürlich anbieten, vielleicht ein Zwischenlager zu bauen, hier auf der Wiese. Wo man dann verschiedenste Sachen hinbauen kann. Hinpacken kann, also platzieren kann und einlagern kann von der Bäckerei und so. Mal gucken. Gucken, was wir da machen. Wie sieht's denn hier bei Kartoffeln aus? Oh, voll, voll. Aber noch alles da. Das heißt aber natürlich, wir müssen da erstmal Sachen wegholen. Also, auf geht's. Auf zu den Kartoffeln. Schleuder, Schleuder. Oh. Ja, im Moment ist es hier bei mir sehr hell und ich sitze hier vor diesem dunklen Bildschirm. Das spiegelt sich viel, dadurch erkenne ich einiges nicht so richtig.
natürlich dann so ein bisschen ärgerlich ist. Was ist das hier eigentlich? Achso. Ich hab noch nie Hühnereier, glaube ich, verkauft. Oh Wahnsinn, 2700 Euro für Hühnereier. Tja, der helle Wahnsinn. Paletten habe ich bei beiden ausgewählt, das ist ja schön. Dann gucken wir jetzt erstmal. Keine Kartoffeln mehr? Sind keine Kartoffeln mehr. Okay. Kartoffeln, Chips und Pommes. Werde ich irgendwas davon besonders gewinnbringend gerade los? Pommes bei Aldi. Pommes habe ich aber nicht viel. Kartoffeln beim Depot. Ja, super. Aber Kuchen bei McDonald's und Fleisch bei McDonald's. Da könnte ich eigentlich mal eben gucken. Gleich. Erstmal fahren wir hier zum Lager. Bringen das hier zum Lager. Gleich mal nach Kuchen, dann nach Fleisch, dann fahren wir zu McDonald's. So. Weiß nicht, braucht man dafür noch ein Zwischenlager bei der Brauerei für den kurzen Weg? Weiß ich nicht. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich eins. Was ich denn wo loswerde. Denn irgendwas davon hier loswerde. Kartoffeln müsste ich ja eigentlich zumindest hier loswerden, ja. So. Wieso habe ich denn jetzt Kartoffeln da vorne noch drauf? Was ist das denn? Jetzt muss ich hier nochmal rein, muss die Kartoffeln hier nochmal loswerden. So. Genau, Chips werden nicht angenommen. Pommes werden nicht angenommen, ne? Habe ich denn da noch Pommes drauf? Wie auch immer. So. Getränke sind es nicht. Lebensmittel. Ja, Pommes sind ja nur zwei Pakete. Die müssen hier vorne ins Kühlhaus. Natürlich. Ja.
Die Zeit ist um. So, und die Pommes sind auch eingelagert. Fertig. Ich fahre jetzt hier zurück. Zur Beladung und dann gucken wir gleich mal. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Morgen am Mittwoch geht's weiter. Vielleicht können wir dann ja in die Anfang Feld 45 zu ernten. Mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt noch Artikel habe, die ich brauche. Ich bedanke mich bei euch, bedanke mich für die Treue, für die Abos, die Kommentare, die Likes und so weiter und so fort und sage ciao.